Ich glaube tatsächlich, dass der größte Fehler auch bei mir früher immer war, dass ich mich nicht, okay, Lara, wie machst du das, dass du halt irgendwie so wenig lernst, aber trotzdem so gute Noten hast? Und da kann ich euch einfach sagen, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und heute werde ich etwas über die mündliche Note erzählen. Genauer gesagt werde ich euch heute einige Tipps geben, wie ihr eure mündliche Note in der Schule verbessern könnt. Natürlich kann man generell seine Note verbessern, indem man einfach mehr Positives, mehr Sinnvolles beiträgt zum Unterricht. Aber heute gibt es wirklich mal besondere, vielleicht ist so ein bisschen psychologisch beeinflussende Tipps, wie du deine Note verbessern kannst und was du wirklich schon heute anfangen kannst zu implementieren. In der Schule, in deinem Unterricht. Fangen wir auch schon direkt an mit dem Video, aber vorab noch eine kleine Sache. Du kannst meinen Kanal sehr gerne abonnieren, falls du dich für diese Themen interessierst. Denn auf meinem Kanal kommen jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein neues Video online zu den Themen Lernen, Schule, Noten verbessern, generell ein besseres, produktiveres und gesünderes Leben zu führen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Der erste Tipp ist wirklich im Unterricht zuzuhören und vor allem das auch zu zeigen. Das heißt, es bringt irgendwie nichts, wenn du zuhörst, aber dann irgendwie dabei malst oder andere Aufgaben machst oder so, sondern du musst wirklich zeigen, dass du Interesse hast und auch gerade zuhörst. Ich mache das immer sehr gerne, indem ich dem Lehrer immer direkt in die Augen gucke und auch ab und zu mal so nicke und einfach zeige, okay, ich habe es verstanden oder ja, es stimmt und so in die Richtung einfach zeigen kann, dass ich gerade zuhöre und gerade Interesse am Thema habe. Und ich glaube, wenn du immer dem Lehrer zeigst, dass du wirklich Interesse hast, dich wirklich interessierst, was gerade stattfindet, wenn du wirklich lernen möchtest und das auch zeigst, dann wirst du auch eine bessere Note bekommen. Und ich glaube, hierbei ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es natürlich nicht nur um die mündliche Note geht, sondern dass dir diese Tipp auf jeden Fall immer an deiner Schullaufbahn helfen wird, weil du einfach, wenn du zuhörst, schon direkt Dinge lernen kannst und direkt Dinge auch verstehst. Du kannst direkt mal nachfragen. Und das heißt, dir wird das Lernen viel einfacher fallen, weil du auch nicht mehr zu Hause so viel machen musst. Beispielsweise fragen mich Leute ganz oft, okay, Lara, wie machst du das, dass du halt irgendwie so wenig lernst, aber trotzdem so gute Noten hast? Und da kann ich euch einfach sagen, passt im Unterricht auf, hört zu, stellt Fragen, wenn ihr was nicht versteht und dann wird das Ganze ziemlich einfach. Der nächste Punkt ist generell einfach nett zu dem Lehrer zu sein. Und ich sage es euch ganz ehrlich, in der Unterstufe oder Mittelstufe geht es bei der mündlichen Note eben auch sehr viel darum, ob euch der Lehrer mag. Jetzt in der Oberstufe ist bei mir halt nicht mehr so, weil die Lehrer wirklich nur auf die Leistung gucken. Aber davor war es eigentlich immer so, dass wenn mich der Lehrer irgendwie mochte und ich einen guten Eindruck gemacht habe, dass dann der Lehrer mir eigentlich immer bessere, mündlichere Noten gegeben hat, als wenn ich eine Person gewesen wäre, die nie zuhört, immer stört, generell irgendwie wie frech ist oder so, was auch logisch ist natürlich. Deswegen würde ich euch einfach raten, seid einfach nett und seid nicht frech und gebt keine irgendwie blöden Antworten zu dem Lehrer und sagt vielleicht Hallo und Tschüss, wenn er in den Raum kommt und wieder geht. Einfach so, das sind einfach nur, also ich finde es irgendwie komisch, dass ich das sagen muss, weil es sind eigentlich normale, höfliche Manieren, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn ihr das schon macht, weil es halt einfach so viele nicht machen, wird euch das enorm helfen. Der nächste Punkt, um deine mündliche Note zu verbessern, ist auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen. Und das ist auch wie beim ersten Punkt nicht nur hilfreich für die mündliche Note, sondern generell natürlich, weil es dir auch wieder helfen wird, das Thema besser zu verstehen. Wenn ich selbst Lehrerin wäre, würde ich auch auf jeden Fall einen schlechten Eindruck bekommen von den Personen, die einfach keine Hausaufgaben machen. Würde mir das auch speziell merken, denke ich. Deswegen ist Hausaufgaben machen so eine kleine Sache, die man machen kann, die aber einen großen Effekt haben wird. Der nächste Punkt, ich glaube, das ist mittlerweile jetzt der vierte Punkt, kann es sein? Ich glaube, ja. Der vierte Punkt ist, Fragen zu stellen. Ich persönlich kenne das selbst von mir, dass ich manchmal denke, okay, diese Fragen, die wären jetzt echt dumm, wenn ich diese jetzt stelle. Aber dann überlege ich mir halt immer so, okay, wenn ich jetzt die Frage stelle, bin ich vielleicht für 2 Minuten dumm oder komme dumm rüber, aber dann weiß ich es zumindest und bleibe dann den Rest meines Lebens nicht dumm, weil ich diese Frage gestellt habe. Und wenn ich das nicht mache, dann bereue ich es irgendwann, weil ich dann eine sehr lange Zeit danach noch dumm bleiben werde, weil ich diese Frage einfach nie beantwortet bekomme, ja. Und ja, es gibt einige Lehrer, die das vielleicht nicht so beherzigen und sich dann irgendwie denken, okay, warum wusste die das jetzt nicht? Ist die dumm? Aber das denken sich eigentlich die wenigsten Lehrer, sondern die meisten freuen sich eigentlich und sind dann auch dankbar, dass du den Unterricht weiterbringst, indem du deine Fragen stellst, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du eine Frage hast, bestimmt 30% anderer in diesem Raum dieselbe Frage haben. Deswegen trau dich ruhig, diese Frage zu stellen. Es hilft nicht nur dir, es hilft auch anderen Personen, es hilft deiner mündlichen Note, es hilft generell deinem Wissen. Es kann eigentlich nur hilfreich sein, ja. Und auch wenn du im Unterricht keine Zeit mehr hast, diese Frage zu stellen, würde ich dir auch raten, danach zu dem Lehrer zu kommen und dann nochmal danach deine Frage zu stellen, weil das sind meistens wirklich nur so 30 Sekunden, die man dann vielleicht opfern muss von seiner Pause. Aber es zeigt einfach, dass du Interesse hast
Und wie gesagt, es hilft nicht nur deiner mündlichen Note, sondern generell dir. Meine Haare sind auch schon wieder sehr komisch heute. Das ist, weil ich meine Haare gestern nach dem Duschen direkt geflochten habe. Und deswegen dachte ich, ich habe jetzt so coole Locken. Und naja, sie sind jetzt nicht so cool geworden, aber egal. Der nächste Punkt ist dann, keine Angst zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass der größte Fehler auch bei mir früher immer war, dass ich mich nicht getraut habe, mich zu melden und eine Sache zu sagen, weil ich dachte, jetzt lachen mich alle aus. Ich weiß das nicht 100%. Und ich glaube, das war ein sehr großer Fehler von mir damals. Denn natürlich geht es bei der mündlichen Note nicht nur darum, dass du dich meldest, sondern auch, was du sagst und ob du etwas Produktives sagst, was den Unterricht dann voranbringt. Jedoch ist es aber immer noch besser, wenn du es versuchst, als wenn du es gar nicht versuchst. Beispielsweise, wenn du halt einfach gar nichts sagst, kriegst du vielleicht eine 4 oder so. Wenn du aber versuchst, was zu sagen und dann eventuell was Richtiges sagst, könntest du schon auf eine 3 kommen. Und ich glaube auch, dass wir uns selbst immer kritischer einschätzen, als es eigentlich ist. Denn manchmal ist es bei mir so, dass ich mir einfach denke, okay, ich will das jetzt sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Und dann sagt genau meine Antwort jemand anderes und dann denke ich mir so, toll, danke, das hätte ich jetzt auch sagen können. Und ich glaube, man bereut einfach eher das, was man nicht sagt, als das, was man gesagt hat. Also auch wenn du nur die leiseste Ahnung davon hast, was die Antwort sein könnte, dann melde dich ruhig. Und auch wenn der Lehrer eine Frage stellt, musst du ja nicht sofort diese Frage in 5 Minuten lang mit historischen Kontext und alles dann irgendwie ausformulieren, sondern es reicht auch einfach mal ab und zu, wenn du vielleicht nur einen Gedankenanstoß dann voranbringst. Erstmal. Vor allem, wenn du noch in einer tieferen Klasse bist. Also da ist es meistens eigentlich... Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir so in der 7., 8., 9. Klasse so war, dass man sich eigentlich immer nur melden musste. Und ich glaube, da war es nicht mehr wichtig, was man genau gesagt hat. Was mittlerweile auf jeden Fall anders ist in der Oberstufe. Aber in so unteren Klassen war das wirklich nicht so wichtig, glaube ich. Also ich habe das nicht so streng in Erinnerung. Und der letzte Punkt ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Und zwar ist es einfach, im Unterricht nicht zu stören, nicht zu quatschen oder einfach nicht so viel zu quatschen. Also ich quatsch auch ab und zu mit meinen Freunden, aber halt nicht die ganze Zeit und nicht, wenn irgendwas Wichtiges kommt und der Lehrer gerne redet oder so. Aber generell einfach, um zusammenzufassen, Interesse zeigen, Hausaufgaben machen, Fragen stellen, dabei bleiben. Eigentlich ganz normal den Erwartungshorizont erfüllen. Also... ja, und dann natürlich wäre auch das Beste, wenn du dann über den Unterrichtsstoff hinausdenken könntest, Verbindungen knüpfst, dann den Unterricht voranbringst und das alles. Also, ja, das waren meine Tipps für die mündliche Note. Falls du dich jetzt noch fragst, okay, wie kann ich eigentlich einen guten Lernplan erstellen? Oder wie kann ich vielleicht meinen Sonntag besser planen, damit ich die Woche besser im Griff habe? Oder zum Beispiel, wie kann ich generell in der Schule besser werden? Dann kannst du sehr gerne mal in die Infobox gucken, denn in der Infobox werde ich noch ganz viele andere Videos für mich verlinken, die genau über diese Themen sprechen. Also vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du dich für diese Themen interessierst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Bis dann, tschüss!